Jetzt kommen wir zu was ziemlich Positiven, nämlich unser Band-Interview. Da gibt es eine ganz schöne Dinge zu hören. So, mit wem darf ich sprechen? Wer fängt an? Hallo, du bist da? Moin. Timo. Timo, servus. Servus. Dir geht's gut? Ja, nein, doch. 160. So, ihr macht gemeinsam Musik. Seit wie lange ungefähr? In der Besetzung jetzt seit 2012 und so insgesamt das Projekt gibt es seit 2008, 2009 oder so. Okay. Wie kamst du den Namen Take Off gestellt? Ja, also wir haben ewig überlegt, dass man den Bandnamen nehmen soll. Ja, kennt ja jeder, alle guten Bandnamen sind quasi schon weg im Endeffekt. Und dann haben wir einfach gesagt, wir schalten jetzt den Fernseher ein und das Erste, was am Fernseher gesagt wird, nehmen wir als Bandnamen her. Und dann haben wir den Fernseher eingeschaltet. Und es hat bei irgendeinem Film irgendjemand auf Englisch Take Off gestellt und dann haben wir gesagt, wir nehmen mal als Bandnamen. Ja. Ist das die Message, ihr zieht eure T-Shirts aus oder sollen eure Fans die T-Shirts ausziehen? Die Fans natürlich. Ja, da werden wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir die T-Shirts ausziehen und hier auf die Bühne schmeißen. Und die Moderatoren, ja, natürlich, wir ziehen uns gerne aus. Bist du verrückt? Was heißt hier verrückt? Ich bin nicht aus. Gut, ich wünsche dir ein bisschen Probleme mit der Wampe. Ich habe gemeint. Nee, wieso dann diese Abkürzung Toys dann auch? Ja, war das ist der richtige Schritt, oder? Nee, das hat dann ein Kumpel von mir festgestellt, dass das ja so Toys heißt, abgekürzt. Und dann haben wir gedacht, ja, noch besser. Okay, und dann ist noch der dritte Schritt, die Spielzeugarmee. Laut eurer Homepage seid ihr die Spielzeugarmee. Ja, da habe ich ehrlich gesagt selber keinen Plan, was das ist. Irgendwie, irgendwann mal so. Ihr kämpft gegen niemanden? Weil nee, eigentlich nicht. Einfach Liebe. Ja, natürlich. Ja, wunderbar. Euer Sound ist ja ganz eingängig. Kann man gerne mitsingen, kann man gut tanzen drauf. Jetzt habt ihr ja letztes und vorletztes Jahr auch ganz schön viele Auftritte gehabt. Würde ich auch gerne sprechen. Servus, ja, erstmal. Wie bist du? Markus. Markus, servus. Herr Marki. Was? Maxi ist das? Okay. Du warst ja auch in der Festzeit, gewinnst du? Nee. Ja, hast du Spaß? Nein. Wie laufen für die Auftritte ab? Ja, das klingt immer drauf an, ob ich fahren muss oder nicht. Ja. Aber heute muss ich leider fahren. Einstück halt das Problem. Ja. Nur vier Bier. Ja, wir machen jetzt wieder Steuer, zwei Master, okay? Nicht. Also vier Bier. Bekannten euch die Bier, die ja. Nee, das geht gut rein, Musik, kann man echt hören. Habt ihr schon irgendwie CD rausgebracht? Ja, ja, okay, haben wir alles sogar dabei. Habt ihr dabei, kann man die kaufen? Aber was kostet die CD? Ein geringen Opel-Stück. Okay, ein Unkostenbeitrag. Voll? Genau, 5 Euro. 5 Euro, ja Leute, also zuschlagen. Gibt es nur heute im Angebot. Auf YouTube-Seite bestimmt auch. Eigenschaften? Ja, genau. Okay, dann, wie heißt der? Ja, einfach über Facebook, Take Off Your Shirts suchen und dann findet man schon alles, was es sonst gibt. Oder takeoffyourshirts.de oder takeoffyourshirts.com. Also quasi überall. Überall. Hauptsache Social Media und damit sind wir auch schon am Ende unserer Zeit.